Ja, ich überlege mir, wie ich jetzt das. Moment, muss das alles so ein bisschen im Kopf. Ich Okay, ich auch. sag mal. Auf die Straßen war immer Polizei und so. Also Wachschutz rund um die Uhr eigentlich. Weil an diese Zeiten hatten die richtig Helfer gebraucht und so. Die haben überall Männer und Jugendliche gesucht zum Militärdienst. Eigentlich ist es kein Militärdienst. Die wollen nur einfach so Leute für die erste Reihe zum Kämpfen. Es war einfach so, dass die, wenn jemand ja gesagt hätte oder jemand verhaftet wurde, dass diese Person einfach eine Waffe gekriegt hat und einfach zu der ersten Reihe geschickt wurde. Und eines Tages waren wir draußen in der Nacht, haben wir einfach so gequatscht und waren wir auf der Straße. Es war 0 Uhr oder so und auf einmal kommt so ein weißer Van. Dann sind die so ausgestiegen. Es waren so, ja, ultra laut so, was macht ihr da? Was los? Warum kommt ihr nicht mit? Ihr seid Jugendliche, wir haben so Krieg und also die haben so uns ein bisschen bedroht und an der Wand so gestellt, Hände hoch und wir wurden kontrolliert. Aber an dieser Nacht hatten wir so richtig Glück. Also weil in der letzten Sekunde hatten die einen Anruf bekommen, also von irgendjemandem. Der hat denen erzählt, dass die sofort nochmal fahren müssen, also die werden gebraucht, um zu helfen. Bei der ersten Reihe oder so, glaube ich. Und dann haben die uns gesagt, dass wir da stehen bleiben, bis sie wieder da sind und auf die warten. Natürlich haben wir nicht. Und nachdem die weg sind, sind wir weggerannt. Zu Hause hat mein Vater erzählt, was passiert ist. Und er meinte, nee, also das geht nicht mehr so, du musst abhauen. Er meinte, ich will dich nicht dazu zwingen, dass du weg bist. Und dann habe ich Schuld. Oder dass du eines Tages traurig, sauer oder traurig wirst wegen meiner Entscheidung. Da meinte ich, nee, also, weil er hat auch Sorgen um mein Leben gemacht und um meine Zukunft. Selbst hat er auch gesehen, dass ich auch in Tartus nicht in die Schule gegangen bin. Deswegen war das auch einer seiner Ziele. Besser gesagt, dass ich auch was in meinem Leben mache und erreiche. Ja, habe ich ja gesagt, habe ich mich dafür entschieden. Das war einfach so schnell und ich könnte mich nicht verabschieden von meiner Schwester. Dann ging es im Auto mit meinem Vater zu der Grenze nach Libanon. Ich kann mich gut daran erinnern, würde ich sagen, als ich im Auto saß und aus dem Fenster geguckt habe, weil das ist das Ende. Ich habe das nicht gehofft und meine Familie und meine Mutter das nicht erzählt, aber irgendwie hatte das Gefühl, dass ich nicht nochmal in die Heimat zurückgehe. Dann habe ich ihn verabschiedet, dann bin ich weiter alleine mit dem Flugzeug geflogen nach der Türkei. Und als ich angekommen bin, es war so krass, weil du steigst so aus, du kennst, es ist kein Urlaub. Dann habe ich meinen Vater angerufen und ja, gesagt, dass ich da bin und alles gut ist. Und nochmal gefragt habe, ob er mir die Nummer gibt von dem Vermittler in der Türkei. Da habe ich gefragt, ja, bist du der Typ von dem, ich bin Mahmoud von der, ja. Und danach bin ich zu ihm nach Hause. Ich glaube, ja, das war 3 Tage. Ich habe 3 Tage bei ihm übernachtet. Weil wir müssten auch einfach warten und gucken, bis die Situation ein bisschen ruhiger ist, hat er mir so gesagt, dass die Polizei wenig am Strand ist und so, also wegen Schlauchboot und so. Und dann kam der 3. Tag bei dem Vermittler, saßen wir alle am Essen und dann hat er gesagt zu mir und noch 2 weitere Jungs, heute Abend geht's los, heute das Wetter ist gut. Und dann kam die Nacht, ja, das war ein bisschen, würde ich sagen, so wie ein Film, richtig, weil die haben alle so Funkgeräten, verschiedene Autos sind wir eingestiegen. Und dann gab es einen Punkt, wo wir mit einem Krankenwagen einsteigen müssten. Und dann hat der Blaulicht angemacht und dann sind wir
irgendwie, es gab eine Straßensperre von den Polizisten, die türkische Polizisten. Dann mussten wir alle so auf dem Boden, dass wir halt nicht vom Fenstern zu sehen waren. Und dann sind wir durchgefahren zu dem Strand. Und ja, da sind wir ausgestiegen, als sie das Schlauchboot aufgepumpt haben. Und jetzt ist es Zeit, um einzusteigen. Das war eigentlich so geplant, dass ich so mit nicht so vielen Leuten in dem Schlauchboot fahre, aber das war schon ein bisschen viel. Und es gab eine Familie, einen Vater, Mutter und 3, 4 Kinder, glaube ich. Dann ist diese Familie eingestiegen, also mit den Kindern und dem Vater. Und dann kam irgendwie ein bisschen immer Wasser rein in dem Schlauchboot. Und wir haben uns noch gar nicht bewegt oder wir sind noch nicht damit gefahren. Und dann der Vater hat das gesehen und so abgeschickt und meinte, nee, so auf einmal ist er aufgestanden, hat gesagt, so laut, weil wir müssen leise sein, hat gesagt, nein, das geht nicht, bringt meine Familie nicht in Gefahr. Das mache ich nicht und ich habe meine Kinder mit und die sind jung und die Leute, beziehungsweise die Mafia, glaube ich, oder die das vermitteln, waren auch so sauer und laut und irgendwie, wir hatten alle Schiss und hatten Angst, dass die Polizei kommt. Die Situation ist schlimmer und schlimmer geworden. Kam die Polizei und dann mussten wir hier alle auf den Boden und dann haben die das Schlauchboot gestochen, also die Leute zur Seite gelegt und dann es gab so einen kleinen Berg. Also aus dem Sand mussten wir alle da hinten uns hinlegen. Und dann kam die Polizei, hat so geguckt mit dem Licht, zwar nicht so richtig. Und dann sind die wieder abgehauen und alles am Arsch. Also wir waren nass, wir sind komplett Sand und sind wir nochmal alle zurückgegangen in die Stadt. Azmir war am nächsten Tag gleich abends, kam er war draußen, dann kam er auf einmal und dann meinte, ja, ich fix muss alle vorbereiten. Und das war ein bisschen auch schwer, weil die erste Anreise, was schief ging, da haben wir uns drauf vorbereitet. Aber an dieser Nacht müssen wir alles so bam, bam, bam. An einer Stunde losfahren, ein Auto hat auf uns gewartet draußen. Und wir das erste Mal sind wir nochmal am Strand. Da habe ich nochmal mit meiner Familie telefoniert, mit meinem Vater. Und ich habe das meiner Familie nicht erzählt, aber ich habe mir immer die schlechten Nachrichten oder die schlechten Vorstellungen mir vorgedacht und oder vorgestellt, damit wenn dann ich überlebe, dann ist das was Schönes und wenn nicht, dann werde ich nicht überrascht, so, wenn alles schief geht. Ich habe mich verabschiedet und ja, gesagt, es ist, weil ich ist direkt so das nicht. Ich habe nicht gesagt, ich sterbe, macht's gut, aber ich habe gesagt, ich liebe euch und so alles. Aber innerlich bei mir war das so, weil das waren meine letzten Wörter vielleicht. Aber diesmal bin ich dann eingestiegen. Oh, so, du merkst so, pff, echt so. Es ist wie ein Film. Und dann diese Leute mit dem Schlauchboot haben uns gesagt, dass jetzt keiner mit uns kommt. Wir müssen alleine hinfahren zu der Insel und alleine klarkommen mit dem Motor vom Schlauchboot und an sich auch das Schlauchboot komplett. Dann haben die uns angeschubst und dann sind wir ins Meer. Also ich kann das so ein bisschen beschreiben, aber du wirst nicht so den richtigen Blick oder die richtige Vorstellung davon haben, wovon ich rede. Und da hat es ein bisschen angefangen, so ein bisschen schief zu gehen, weil der Mann, der das Schlauchboot fährt, war sein einziger Fehler war. Also man fährt im Meer mit den Wellen und nicht gegen die Wellen. Und weil er so gegen die Wellen gefahren ist, ist das immer das Wasser reingegangen ist, so leicht ins Boot. Ich glaube, nach einer Stunde Fahrt oder so, die Leute beten alle leise. Und man hört nur die Geräusche von dem Motor, von dem Schlauchboot. Und auf einmal der Motor geht aus. Und man hört. Du, du, du. Diesen Sound kann ich niemals in meinem Leben vergessen. Es ist da, wo richtig angefangen hat,
die Leute waren alle irgendwie verwirrt und hatten alle Angst und die wussten nicht, was sie machen, sind alle aufgestanden. Und jeder sagt was, jeder macht was, wir werden sterben. Die Frau, die in der Nähe von mir saß, die hatte auch ein kleines Baby in der Hand. Und wenn was passiert und wenn wir sterben, ich kann nicht schwimmen, dann ja, nimm auch mein Baby mit, es gehört dann dir. Ich habe sie einfach so angeguckt und gesagt, nee, es wird nichts passieren. Es wird nichts passieren, also alles gut. An diesem Moment dachte ich mir auch, wenn was passiert, also ich werde, ist die Chance mehr für mich, um zu sterben, aber ich will dann dieses Baby zum Strand bringen, egal was passiert mit mir. So, ich habe an das Baby gedacht, aber ich habe auch trotzdem mir gesagt, dass alles gut ist und so. Und auf einmal steht jemand und sagt, ja, so richtig laut, jetzt leise, jetzt Schluss, haltet die Klappe sozusagen. Es muss jemand hier nur stehen und reden und dann alles andere muss hier jetzt leise sein. Und wenn wir jetzt so sind, dann werden wir nichts lösen können. Sind die dann ein bisschen ruhiger geworden, dann hat er geguckt, dann war also der Boden vom Schlauchboot kompletter Wasser. Und dann haben die Jungs und die Männer einfach die T-Shirts ausgezogen und ich. Und dann haben wir versucht, das Wasser rauszukriegen vom Boot. Dann hat der Fahrer nochmal versucht, den Motor anzumachen, stand auf und hat versucht, den Motor einmal, zweimal, dreimal. Und diesen Sound, echt, dass du merkst, dass du nochmal am Leben bist, wenn, als er den Motor, den Knopf gezogen hat und du hörst nochmal so. Oh mein Gott, haben alle gelacht und gefeiert und haben gesagt, Gott sei Dank, fahr mal einfach weiter, egal wie. Wir müssen einfach am Strand, wir müssen einfach auf die Füße stehen, wir wohnen. Das ist echt unglaublich, unglaublich. Und nach 2 Stunden Fahrt sind wir hier angekommen, Gott sei Dank. Und die Leute waren so glücklich und haben gebetet und haben auf dem Boden sich hingelegt. Dann habe ich einfach mit meiner Familie telefoniert und sie informiert, dass ich überlebt habe. Das ist auf jeden Fall krass schönes Gefühl. Wir wollten ins Zentrum, in die Stadt und kam ein Auto so. Die ist so vor uns stehen geblieben. Ist jemand ausgestiegen, hatten wir ultra Angst, weil wir wussten nicht, was er will. Und wir haben immer gehört, es gibt Mafias und Diebe, weil die Flüchtlinge, die durch so einen Wege gelaufen sind, immer wurden verarscht oder geklaut oder manchmal getötet. Aber Gott sei Dank nicht auch. Also ich hatte viel Glück an meiner Reise und er hat gesagt, so everything's good, alles gut. Und der ist zu dem Kofferraum gegangen, hat dann den Kofferraum aufgemacht. Und dann haben wir gesehen, es gab Wasser und Bananas und Brot und hat einfach so angefangen zu verteilen. Dann sind wir weitergegangen Richtung der Stadt und in die Stadt reingegangen, haben wir die Polizei getroffen, weil die waren auch überall. Und dann haben die uns so am Hafen gebracht und sollten wir einfach, da haben wir, habe ich 3 Tage geblieben, 3 Nächte übernachtet und da kommt alle 2 Tage eine große Schiff, die Flüchtlinge nach Athen bringt. Ich war am Schlafen, also auf der Straße und dann kam ein Bekannter von mir und hat mich aufgewacht so und meinte so, komm, das Schiff. Und dann, ich bin aufgestanden, ich habe so ein großes Schiff gesehen und die Leute hintereinander alle so, bevor sie die Tür aufmacht, die stehen alle so richtig viele Leute. Das war unorganisiert, war alles durcheinander. Es gab Leute, die keine Tickets gekauft haben und die Leute, die Tickets gekauft haben und die Polizei hatten Angst und haben das extra nicht aufgemacht, also die Tür von dem Schiff, weil sie mussten die Tickets kontrollieren und so. Habe ich das vorgezeigt und dann bin ich reingegangen. Habe eine Nacht da geschlafen, sind wir nach Athen gefahren. Und dann sind wir ausgestiegen, sind wir in Athen, da musste ich nochmal Geld wechseln und so. Und danach musst du zu Fuß in dem Ortbereich zwischen
die zwei Länder, die Grenze, da gibt es auch schon eine lange Strecke. Ich glaube, anderthalb Stunden oder so, zwei Stunden, mussten wir rein ins Mazedonien über die Grenze. Da gab es auch Polizei und so, aber die haben nichts gemacht. Die haben einfach so gezeigt, wo der Weg ist. Und wir waren ultra viele und von Mazedonien wieder mit dem Bus das Gleiche nach die Grenze und die Grenze dann über die Grenze zu Fuß nach Serbien. Also wir waren in Mazedonien und danach jetzt Serbien. Und nochmal das Gleiche in Serbien nach Kroatien. Also wir sind in Kroatien angekommen, aber leider ein bisschen dann zu spät. Deswegen mussten wir warten bis zum nächsten Tag, bis die dann wieder aufhaben. Und das sah so aus, dass es so die Straße ist und da sind die Grenzen. Die linke Seite war auf Minenverdacht. Also könnten wir nicht auf so ein Risiko gehen. Deswegen sind wir auf die zweite Seite geblieben und geschlafen. Und die zweite Seite ist ein Friedhof. Und da mussten wir leider schlafen. Alle. Wir waren auch über 500 Leute. Und ich habe sogar zwischen zwei Gräbern geschlafen bis zum nächsten Tag. Und danach wurden die Grenze aufgemacht von den Polizisten. Und sind wir in Busse eingestiegen, zu einem Bahnhof gebracht und von hier das erste Mal dann in meiner Fahrt nach 10 Tagen oder so, dass ich das erste Mal in einem Zug einsteige. Wir sind alle in einem Zug eingestiegen mit den Polizisten von Kroatien. Es war ein bisschen so komisch, aber auf jeden Fall auch, wir könnten so ein bisschen auf Klo, wir könnten bisschen nicht immer auf die Straßen oder auf dem Boden, sondern im Zug. Im Zug haben wir uns wohl gefühlt. Aber das einzige Problem war, es gab viel Ultra-Leute im Zug. Also wir sind alle übereinander gesessen und ja, hingelegt. Und danach sind wir in Österreich angekommen, über die Bulgarien. Da kann ich sagen, echt, das war Österreich eine Station, eine Pausestation, eine genehme Station. Also das war gut für uns, könnten wir uns so nachholen. Und es ist auf jeden Fall eine schöne Stadt. Wir waren in Wien und haben wir uns gedacht, bevor wir nach Deutschland weiterfahren, einfach so, ich weiß nicht warum, aber so gedacht und gehört immer, dass wenn jemand in Deutschland ankommt, dann muss man immer so schön aussehen. Und deswegen haben wir ein Hotel gebucht. Da fühlst du dich nochmal neu geboren. Warum? Wenn du nochmal duschen gehst. Nach 10 Tagen. Und dann haben wir den Zug gebucht von Österreich nach Deutschland. Ja, dann sind wir angekommen in Hamburg. Ja, und dann haben wir Polizei gesehen im Bahnhof. Dann wurden wir geschickt von denen zu einer anderen Station, wo die Flüchtlinge Asyl beantragen können und die Daten und Pässe, Ausweise abgeben können. Habe alles gemacht und somit, ja, dann habe ich gewartet und somit bin ich in Deutschland angekommen. Ja, meinem jüngeren Ich, was würde ich sagen, also es ist nicht einfach so, das mir zu vorstellen damals, also ich wusste so ungefähr, wohin das Ganze wird, aber es ist nicht einfach, auch hier, also ich habe ja hier Sicherheit und alles und fasse Strom und ich lerne hier, gehe wieder zur Schule, aber dort habe ich auch mein Zuhause und meine Eltern. Aber wenn ich was mir sagen könnte, dann würde ich sagen, das ist nicht einfach. Also man muss richtig viel kämpfen, um zu schaffen, nochmal in die Heimat zu fahren.
هاي كانت قصتي ووصلت كثير شباب مثل حكايتي.